Und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Drück jetzt auf den Abo-Button, um nie wieder ein neues Video. Moment mal, du hast doch deine Zeitmaschine falsch eingestellt. Du wolltest doch zum Anfang unseres Videos reisen, nicht zum Ende. Spaß beiseite, es gibt Menschen, die felsenfest davon überzeugt sind, dass man die Ketten von Raum und Zeit sprengen kann. Kein Wunder, denn immerhin wurde so manch ein unaufmerksamer Zeitreisender ja bereits vor einer Kamera ertappt. Doch liefern uns die Fotos, die uns Greta Thunberg als Minenarbeiterin im 19. Jahrhundert zeigen, wirklich den Beweis für Zeitreisen? Und mehr noch, sollten wir uns angesichts der grauenerregenden Zeitreisenberichte überhaupt wünschen, in die entfernte Zukunft eintauchen zu können? Denn sind wir mal ehrlich, wer ist schon scharf darauf, in einer dystopischen Welt zu leben, die selbst George Orwells 1984 wie einen vergnüglichen Freizeitpark aussehen lässt? Die überraschende Nachricht vorweg: Zeitreisen sind möglich. Naja, zumindest in der Theorie und auch dann nur in die Zukunft und keineswegs so, wie es uns Marty McFly und Dr. Emmett Brown vormachen. Denn was in Zurück in die Zukunft der Fluxkompensator ist, ist in Einsteins Relativitätstheorie ein Effekt namens Zeitdilatation. Stark heruntergebrochen ist damit das Phänomen gemeint, dass die Zeit in zwei Bezugssystemen unterschiedlich vergeht, wenn sie sich relativ zueinander mit verschiedenen Geschwindigkeiten bewegen. Oder etwas verständlicher ausgedrückt, wenn man in das Los Angeles des Jahres 5000 reist und dort ein Foto der versunkenen Metropole knipst. Okay, zugegeben, ob der ominöse Edward wirklich den Effekt der Zeitdilatation nutzte, um die Jahrtausende zu überbrücken, ist ungewiss. Fest steht nur, dass der selbsternannte Zeitreisende einerseits mit einer bizarren Fotografie und andererseits mit einer ziemlich verblüffenden Geschichte in die Schlagzeilen geriet. Demzufolge habe er im Jahr 2004 an einem streng geheimen Experiment der Schattenregierung teilgenommen, welches ihn letztlich 3000 Jahre in die Zukunft katapultierte. Und obwohl Edward keine weitere Details seiner Mission nennen wollte, gab er an, dass die Menschheit das Abschmelzen der Polkappen überlebte, indem sie schwimmende Städte auf gigantischen Plattformen errichtete. Greta Thunberg im Goldrausch. Greta ist eine Klimaschutzaktivistin, ein Dorn im Auge der konservativen Politiker und eine ehemalige Minenarbeiterin. Allerdings liegen die Tage, in denen die Schwedin bis zum Umfallen nach Gold schürfte, mittlerweile schon ein Weilchen zurück. Folglich dürfte die Umweltschützerin in den letzten 126 Jahren aber auch genug Zeit gehabt haben, um sich ausreichend zu erholen. Doch selbst wenn wir nicht daran glauben, dass uns die Fotografie aus dem Jahr 1898 die echte Greta zeigt, ist es nicht erstaunlich, wie sehr sich die Schwedin und das abgelichtete Mädchen ähneln? Doch all die Gerüchte über zeitreisende Klimaaktivistinnen mal ausgeklammert, welche gesicherten Fakten gibt es über die faszinierende Aufnahme? Nun, einerseits entstand das Foto in Kanada, genauer gesagt im Territorium Yukon, und andererseits hörte der Mann, der damals den Auslöser betätigte, auf den Namen Eric Heck. Im Detail fertigte der schwedische Dokumentarfotograf damals eine umfangreiche Fotosammlung jener Menschen an, die im rauen Norden ihr funkelndes Glück suchten. Heck selbst versuchte sich übrigens auch im Bergbau, allerdings stieß er dabei niemals auf Gold, sondern eben nur auf Greta Thunberg, beziehungsweise ihre Doppelgängerin. Wie sich ein CIA-Agent ins Jahr 2118 verirrte. Alexander Smith wusste, dass sich die Sprengung des Raumzeitkontinuums am besten mit einem handfesten Fotobeweis untermauern lässt. So kam es, dass sich Alex vor einiger Zeit nicht nur in weiten Ausschweifungen über das Jahr 2118 verlor, sondern dazu auch gleich noch die passende Aufnahme in die Kamera hielt. Angesichts der Tatsache, dass die seltsam designte, grünlich präsentierte Skyline überaus verwaschen wirkt, könnte man meinen, dass die Technik der Zukunft einige Rückschritte durchlebt hat. Alexander zufolge ist die geringe Auflösung aber keineswegs der schlechten Aufnahmequalität künftiger Kameras geschuldet, sondern ganz einfach dem Umstand, dass Zeitreisen Fotografien nun einmal verzerren können. Nicht weniger verschwommen als das Foto ist dessen Hintergrundgeschichte. Denn eigentlich stammt Alex aus dem Jahr 1981. Dort gelangte er im Zuge eines streng geheimen CIA-Projekts in unsere Zeitlinie. Um die Echtheit seiner Story zu beweisen, legte er aber noch einen kurzen Zwischenstopp im 22. Jahrhundert ein, um dort ein Beweisfoto zu schießen. Dort erfuhr er auch von dem ungemütlichen Schicksal, das die Welt noch in der Mitte dieses Jahrhunderts ereilen wird. Wir werden nämlich nicht nur von Aliens besucht, sondern auch an den Effekten des Klimawandels und den Folgen eines verheerenden Krieges zu knabbern haben. Dieser Zeitreisende machte Millionen und verschwand für immer von der Bildfläche.
Wenn es ums Thema Zeitreisen geht, stellt sich stets eine grundlegende Frage. Wohin würdest du reisen, wenn du eine Zeitmaschine hättest? In längst vergangene Tage, in ferne Jahrhunderte oder doch in eine Zeit, in der dir dein Wissensvorsprung ein gehöriges Sümmchen bescheren könnte? Nun, für Andrew Carlson lag die Antwort auf diese Frage auf der Hand, weshalb er sich 250 Jahre in die Vergangenheit aufmachte, um an der Börse des Jahres 2003 $800 in 350 Millionen Scheine zu verwandeln. Angesichts dieses unerwarteten Geldregens witterte das FBI einen Fall von illegalem Insiderhandel und zog Carlsons ins Verhör. Dort erfuhren die Beamten zunächst von seiner unglaublichen Zeitreisestory und fragten sich weniger später, wo zum Teufel der Verdächtige angeblich war. Tatsächlich wurde der Aktienmillionär seither nämlich nie wieder gesehen und es gibt keine Dokumente, die dessen Existenz vor dem Jahr 2002 bezeugen. Das Siegerfoto, das es eigentlich gar nicht geben dürfte. In einer Zeit, in der Begriffe wie Elfmeterschießen und Auswechslungen noch Fremdwörter waren, trafen sich 16 Nationalmannschaften in Chile, um den neuen Fußball-Weltmeister auszuspielen. Heute wissen wir, dass dieser Titel im Jahr 1962 nach Brasilien ging. So gelang es der Seleção, die Tschechoslowakei im Finale mit 3:1 zu bezwingen. Doch seltsamerweise wurden an diesem Tag nicht nur Tore, sondern auch ein Foto geschossen, das uns seither mit hochgezogenen Augenbrauen zurücklässt. Denn während die siegestrunkenen Brasilianer die Trophäe gen Himmel recken, sehen wir am unteren Bildrand etwas, das verdächtig an ein modernes Smartphone erinnert. Verbirgt dieses Strandfoto ein Geheimnis? Wo wir gerade schon beim Thema Smartphones sind, der Mann, der sich im September 1943 zum Towan Beach in der englischen Stadt Newquay begab, steht ebenfalls im Verdacht, ein Besucher aus einer anderen Zeitlinie zu sein. Um zu erkennen, warum das so ist, muss man aber schon zweimal hinschauen. Denn diese Person ist eigentlich genauso gekleidet, wie man es für die 40er Jahre erwarten würde. Und doch soll der Unbekannte etwas in den Händen halten, das erstaunliche Ähnlichkeiten mit einem Handy besitzt. Eine entspannte Runde Candy Crush am Meer oder doch nur ein Strandbesucher, der sich eine Zigarre dreht? Schreib uns deine Gedanken zu diesem Foto gerne unten in die Comments. Ein zeitreisender Boxfan. Ganz schön viel Aufwand für 89 Sekunden Spaß. Während wir diesen Satz für gewöhnlich nur aus unserem Schlafzimmer kennen, bezieht er sich in diesem Fall auf den vermeintlichen Zeitreisenden, der am 19. August 1995 das Comeback von Mike Tyson bestaunte. Nachdem der Skandalboxer die vergangenen 3 Jahre hinter Gittern verbracht hatte, kehrte er nach seiner Freilassung erneut in den Ring zurück, um sich Peter McNeely zu stellen. Und tatsächlich sehen wir zu Beginn der ersten Runde einen Mann im Publikum, der die beiden Kontrahenten augenscheinlich mit einem modernen Smartphone filmt. Abschließend bleibt nur noch zu hoffen, dass der Zeitreisende die Kamera rechtzeitig eingeschaltet hat, denn Tyson schickte seinen Gegner nach nicht einmal 1,5 Minuten auf die Bretter. Ist dieser Vermisste in einem anderen Jahrhundert aufgetaucht? Es ist ein lauer Sommerabend in New York des Jahres 1950, als die Passanten am Times Square eine beunruhigende Beobachtung machen. Wie aus dem Nichts erscheint ein seltsam gekleideter Mann auf der Bildfläche, der vollkommen desorientiert über die Straßenkreuzung irrt. Doch noch bevor die umstehende Menge auch nur irgendwie reagieren kann, wird der Fremde von einem Auto erfasst und tödlich verletzt. Die anschließende Untersuchung des Leichnams sollte wiederum eine Reihe merkwürdiger Gegenstände zutage fördern. Und dazu zählte keineswegs nur die untypische Kleidung aus dem 19. Jahrhundert, sondern auch eine Rechnung für die Reinigung einer Kutsche, einige veraltete Geldscheine und Visitenkarten sowie ein Brief. Die Visitenkarten identifizierten den Toten als Rudolf Fenz. Und obwohl der Brief einen Poststempel aus dem Jahr 1876 trug, wirkte es so, als sei die Tinte erst vor wenigen Augenblicken getrocknet. Die weiteren Nachforschungen ergaben, dass es tatsächlich einen Mann namens Rudolf Fenz gegeben hat. Allerdings wurde dieser in eben jenem Jahr als vermisst gemeldet, in dem auch der Brief in seiner Tasche abgeschickt worden war. Von Charlie Chaplin und Zeitreisenden. Vor rund 14 Jahren versetzte der nordirische Filmemacher George Clark das Internet in helle Aufregung. Damals postete er einen Clip mit dem Titel Chaplin's Time Traveler auf YouTube, in dem er das Bonusmaterial des Films The Circus analysierte. Auf der DVD sind auch einige Ausschnitte von der Premiere des Streifens enthalten und an einer Stelle läuft eine Frau durchs Bild, die sich einen seltsamen Gegenstand ans Ohr hält.
Clark zufolge könnten wir es hierbei tatsächlich mit einer Art Mobiltelefon zu tun haben und wir reden hier wohlgemerkt vom Jahr 1928. Allerdings sollten wir an dieser Stelle auch anmerken, dass die Zeitreisetheorie nicht der einzige Ansatz ist, mit dem sich das Material erklären lässt. So halten es die Skeptiker für wahrscheinlicher, dass die Dame lediglich eines der damals relativ neuen tragbaren Hörgeräte benutzte. Versteckt der Vatikan eine Zeitmaschine? Du wolltest schon immer mal die Kreuzigung Jesu mit eigenen Augen beobachten, Napoleon bei seinen legendären Feldzügen zuschauen oder das verschollene Stück Thyestes von Quintus Ennius bewundern? Kein Problem. Alles, was du dazu tun musst, ist, in die geheimsten Winkel des Vatikans einzutauchen und einen Blick auf den Chronovisor zu werfen. Unglaublich, aber wahr. In den frühen 90ern behauptete der Priester Pellegrino Ernetti, dass die Kirche im Besitz einer Maschine sei, die ein buchstäbliches Fenster in die Vergangenheit öffnen kann. Angeblich unter der Mithilfe von namhaften Wissenschaftlern wie Werner von Braun und Enrico Fermi entwickelt, würde es sich dabei um eine Art lange Vitrine mit einem CRT-Bildschirm handeln. Da der Chronovisor elektromagnetische Wellen vergangene Ereignisse empfängt, entschlüsselt und reproduziert, kann er jedem Betrachter eine optische Zeitreise ermöglichen. Zwar gestand Ennetti, dass das vermeintlich echte Foto des gekreuzigten Heilands in Wahrheit doch nur eine Fälschung war, doch nichtsdestotrotz hielt er bis zu seinem Tod im Jahr 1994 an der Behauptung fest, dass der Chronovisor echt ist. Und wir halten weiterhin an deiner Unterstützung fest. Drück jetzt gerne auf Like und Abonnieren, denn so verpasst du nie wieder ein neues Video und wir hören uns bald wieder. Bis dann.